Gut, gut, Mr. Garber wird gleich hier sein. John, hallo. Der Anruf für Stanley? Ja. Wegen eines Jobs? Ja. Aber du hast doch etwas von einem Farmer gesagt. Nein, nein. Doch, ja, die Dame besitzt eine Farm. Sie denkt, Stanley sucht einen Job als Farmer. Als Farmer? Ja, da muss sie was durcheinander gebracht haben. John, bist du da? Ja, ich glaube, das könnte klappen, wenn Mr. Gardner morgens nicht zu früh aufstehen muss. Was? Eine Verletzung, ihr Privatsphäre. Ich mach doch nur meinen Job, Mann. Ich brauche ein Bild. John, raus! Raus? Geh mal einen Augenblick aus der Leitung. Ich will keine Publicity. Ich habe Ihnen doch schon alles erzählt. Ja, eine gute Story ist eine gute Story. Sind Sie Mrs. Ja, John. Der Farmer kommt schon. Stell dich doch mal neben Ihren Mann. Nein, 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 das! John! Oh, wunderbar. John. Guck, das kommt in die erste Ausgabe vom Guardian. Das kommt John, aber nicht in Frage. John, pass auf, du tust dir wieder weh, Johnny. John, lebst du noch? Hier spricht der Farmer. Wo ist mein Mann? Er verrichtet gerade ein Geschäft. Hat er einen Unfall gehabt? Nein, nein, er hat es gerade noch gepackt. Hören Sie, ich muss jetzt gehen, ich muss die Kühe melken. Mr. Gardner, bitte, ich möchte jetzt meinen Mann sprechen. Unsere Toilette ist am anderen Ende vom Rübenacker. Dann sagen Sie ihm, er soll gleich zurückrufen. Moment, ich hole mir was zum Schreiben. Er kennt seine eigene Nummer. Hallo? Nun höre ich wieder. 674-3105. Ja. Vorwahl 01 von Ihnen aus. Wieso? Von außerhalb Londons. Richtig, richtig. Er soll mich anrufen, wenn er zurück ist. Natürlich, kann aber sein, dass er vom Rübenacker direkt nach Hause gefahren ist. Ich muss doch wissen, was ich mit der Polizei machen soll. Mit der Polizei? Am besten ich rufe an und sage, er ist wieder auferstanden. Nein, machen Sie nichts im Augenblick. Aber Schäfer, ich muss aufmachen. Gehen Sie jetzt nicht fort. Was ist denn noch? Stanley! Tschüss, ich muss auflegen. Unsere Hühner kommen gerade ins Zimmer. Er hat ihn geschlagen. Was, der Kerl hat John geschlagen? Nein, John hat ihn geschlagen. Wo ist denn John? Weiß ich nicht, er hat sich in sein Taxi gesetzt und ist weggefahren. Mist. Ich hoffe nur, er jagt jetzt nicht den armen Reporter. Nein, der ist wahrscheinlich auf dem Weg zu Bar. Auf dem Weg zu wem? Auf dem Weg zur Arbeit. Zur Arbeit. Ich zieh mich schnell an und dann versuche ich John zu finden. Vielleicht, wenn ich ihn einen ungeeigneten Moment hören sollte. Schon in Ordnung. Sie kommen sicher wegen meines Mannes. Ja, Sie haben schon mit mir gesprochen, Polizeiinspektor Porter aus Revier Streatham. Oh, entschuldigen Sie aber bitte. Ja, ja. Nehmen Sie doch Platz. Danke sehr. Hallo? Ich bin's nochmal, Ihr Farmer. Oh. Nur ganz kurz, meine Stute fohlt nämlich gerade. Ich möchte bitte Mr. Smith sprechen. Ja, der ist schon unterwegs. Hören Sie, rufen Sie in keinem Fall die Polizei, bis er wieder zurück ist. Ein Herr von der Polizei ist gerade gekommen. Was? Sagen Sie der Polizei, ist ja alles in Ordnung. Polizei? Nein, danke. Der Job bei der Polizei interessiert mich überhaupt nicht. Job bei der Polizei? Wenn der Farmerposten noch frei ist, nehme ich lieber den. Scheiß Arbeitsamt! Sehe ich aus wie ein Polizist? Mr. Gardner, hallo. Ich suche jetzt schon, der Schlag auf den Kopf scheint schlimmer gewesen zu sein, als wir annehmen. Mary? Ist was, Mrs. Smith? Mary! Oh, nein, 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 es ist alles in Ordnung. Also, Sie haben mich heute Morgen wegen Ihres Mannes angerufen und ich habe die Krankenhäuser in der Gegend abgeschätzt. Alles erledigt, habe schon mit ihm gesprochen. Ja, ja, da sind nur noch ein paar kleine Unklarheiten. Was? Liebling! Tut mir leid, aber ich habe mich verspätet. Wie bist du denn so schnell hierher gekommen? Kein Verkehr. Oh, dein armer Kopf. Da ist nichts. Liebling, dieser Herr ist vom Polizeirevier Streatham. Polizeirevier Streatham? Ja, Polizeiinspektor Porterhaus. Großartig, also da bin ich wieder heil und gesund, alles noch dran. Schön, dass Sie da waren. Ich habe dann noch ein paar Fragen, Sir. Um ehrlich zu sein, ich fühle mich nicht sehr wohl, habe mir den Kopf angeschlagen. Die Handtasche, nicht wahr? Handtasche? John Smith, ambulante Behandlung, Krankenhaus Wimbledon, Verdacht auf Gehirnerschütterung, Schürfwunden, Tatwaffe, eine Frauenhandtasche. Johnny! Was für ein Zufall! Zufall, Sir? Ja, zwei John Smiths, beide schlagen sich den Kopf an am selben Tag. Ach, dann bist du also nicht der Besuchte. Ach, Liebling, nein. John Smith ist ein alltäglicher Name, das kann ich nicht sein. Der hatte was mit einer alten Dame, zwei Rowdies und einer Handtasche.
Ich habe mir den Kopf an einem alten Eichenbalken gestoßen. Ja, dann waren Sie heute Morgen gar nicht in Wimbledon. Nein, nein. Mit Ihrem Taxi. Taxi? Ja, Beruf des besagten Mannes wird mit Taxifahrer angegeben. Nein! Das ist aber ein Zufall. Was ist denn, Sir? Nach Ihren Unterlagen wurde besagter Mr. Smith heute Morgen um 8.30 Uhr aus dem Krankenhaus in Wimbledon entlassen. Ja, richtig. Ja, das kann ich nicht sein. Zu der Zeit war ich auf dem Land. Ich habe dich doch von dieser Farm aus angerufen, Liebling, nicht wahr? Ja, ja, natürlich. Obwohl, mit dieser Farm stimmt etwas nicht. Ja, ja, das ist eine ganz seltsame Farm. Danke, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, Herr Inspektor. Ja, das ist noch etwas, Sir. Noch was? Meine Kollegen vom Polizeirevier Wimbledon haben nun diesen anderen Mr. Smith zu seinem Haus in Wimbledon gebracht. Vielleicht wohnt er da in Wimbledon. Ja, ja, richtig, aber trotzdem, das Krankenhaus gibt nun dessen Adresse mit Levin Road 47, Streatham, London 16 an. Das ist ja unsere Adresse. Das wird nun wirklich ein einmaliger Zufall. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber natürlich! Der Grund, weshalb das Krankenhaus in Wimbledon meine Adresse für diesen anderen Mr. Smith angegeben hat, ist folgender. Vor zwei Tagen. Vor zwei Tagen war ich bei denen und die haben was in ihren Unterlagen durcheinander gebracht. Liebling, du hast ja gar nichts davon erzählt. Nichts Ernstes, hab nur mal so an der Unfallstation vorbeigeschaut. Hab mir den Kopf von der Motorhaube angeschlagen, als ich nach den Zündkerzen sah. Ist ein Pech, mit ihrem Kopf zu haben, Sir. Ja, ja, das passiert mir immer wieder. Ich war nur zwei Minuten dort. Natürlich haben die sich meine Adresse aufgeschrieben, obwohl ich okay war, nicht? Das ist die Lösung. Wisst ihr das? Das Krankenhaus hat beide Adressen. Meine von vor zwei Tagen und die des anderen Mr. Smith von heute Morgen. Natürlich bittet der andere Mr. Smith die Polizei, nach Hause, nach Wimbledon zu fahren, wo er wohnt. Als nun das Krankenhaus die Adresse dieses anderen Mr. Smith angeben soll, sehen die in ihren Unterlagen nach und lesen John Smith, Taxifahrer, Grund der Untersuchungen, Abrasion des Kraniums und geben ihnen meine Adresse hier in Streatham. Ohne zu merken, dass auf der anderen Seite die Adresse des anderen Mr. Smith steht, auch Taxifahrer, Grund der Untersuchung, Abrasion des Kraniums, der gerade nach Hause nach Wimbledon gefahren wurde. Ah ja. Das erklärt ja wirklich alles. Ja, und Sie können Ihre Akte schließen. Tut mir leid, dass ich Ihnen so viele Scherereien gemacht habe, Inspektor. Ja, schon in Ordnung, Madame. Ich bringe Sie raus. Vielen Dank. Oh, übrigens, Sir.